Hey Leute, was geht? Heute bin ich in Suba und mir fehlen noch 17 Pokale. Dann habe ich die 3500 und dann bekomme ich diesen Charakter hier, Jack. Und in diesem Video werden wir versuchen, ihn freizuschalten. So. Und wir gehen direkt in eine entspannte Duo-Showdown-Runde rein. So Leute, Runde startet gleich. Wenn wir Erster werden, bekomme ich einfach plus 42. Das ist unnormal viel. Wir müssen unbedingt Erster werden. Dann haben wir direkt diesen neuen Charakter. Boah, geil, direkt silberne Waffe. Wichtig. Okay, ich verpiss mich lieber. Und Double Wächterkill. Die Runde fängt eigentlich schon mal ganz gut an. Weil ich habe halt leider Molly nur auf Level 1, deswegen ist sie noch nicht so stark. Weil ich habe die erst heute aus einer goldenen Box gezogen. Boah, fast hätte ich sie bekommen, Leute. Ich hau lieber ab. Okay, ist ein bisschen Zeit vergangen. Es leben noch 11 Spieler. Bekommen einfach jetzt schon plus 6. Komm, stirb, stirb, stirb. Let's go, Alter. Also wenn wir jetzt hier nicht Erster werden, dann weiß ich auch nicht. So sieht schon mal echt gut aus. Jetzt wird's ein bisschen schwer. Weil jetzt nur noch die guten Spieler leben. Komm, 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 komm. Schade. Okay, ich hau ab, ich hau ab. Wenn ich jetzt reinscheiße, dann habe ich komplett verkackt. Komm, stirb. Ja, Mann, let's go. Hä, was ist das? Digga, ich kenne halt die ganzen Ultis noch von den Charakteren nicht. Ich glaube, das war dieser pinke Tintenfisch. Ja, verkackt. Schade. Aber ich glaube, wir sollten jetzt schon die 3500 haben. So. Natürlich fehlt ein Pokal. Natürlich. Ich versuche den einfach jetzt schnell zu bekommen. So. Wir gehen einfach schnell mit Milo rein. So, ich bin jetzt mit Milo in der Runde. Und wir brauchen einfach nur schnell einen Pokal, dann haben wir es geschafft. Ich hoffe dann auch, dass dieser neue Charakter gut ist. Das Geile bei Milo ist, mit seiner Ulti kann er einfach kurz hochgehen und er ist dann unverwundbar. Also keiner kann ihn treffen. Das ist das Geile bei ihm. Also Milo ist schon echt stark. Ja, chill, chill, chill. Ich hau lieber ab. Ich darf jetzt nicht reinscheißen, sonst bekomme ich minus 4. Ich glaube, ich gehe mich irgendwo in den Busch verstecken. Ich darf jetzt nicht verkacken. Boah, geil. Silberne Waffe. Wichtig. Es leben noch 13 Spieler. Also sieht schon mal ganz gut aus. Und ich habe reingeschissen. Stark. Okay, ich habe verloren, Leute. Aber ich bekomme plus 2 und das heißt, ich habe die 3500 Pokale geknackt. Und jetzt holen wir uns einmal den guten Jack. So, let's go. Polarliga. Und diese zwei Charakter kann ich jetzt bekommen. Nice, Digga. Jack ist am Start. Mal gucken, ob er stark ist. Jetzt habe ich 7 Charakter.
So, erstmal upgraden, Leute. Weil auf Power 1 ist er echt beschissen. So, letzte Runde für heute mit Jack. Und wenn wir Erster werden, einfach plus 50. Das wäre unnormal. Wir müssen einfach Erster werden. Ich kenne auch die Ulti gar nicht von dem. Boah, keine Ahnung, was die macht. Der hat doch so eine komplett neue Attacke, die ich gar nicht kenne. So eine Drehattacke. Aber der Charakter an sich sieht schon echt cool aus. Boah, oha, Digga. Der ist ja geisteskrank. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch super spielt. Wenn nicht, dann ladet euch herunter, vertraut. Das Spiel ist unnormal geil. Es macht wirklich süchtig. Der ist ja geisteskrank, OP. Ich fetz jeden. Die hole ich jetzt auch. Bam. Und nice. Sollte der erste Platz werden. Und Leute, bald fängt ja Sommer an. Da kommen auch richtig viele Vlogs. Also ihr könnt euch freuen. Wir werden an so Lost Places gehen oder einfach so an verlassene Orte und so. Also das wird richtig geil. Deswegen unbedingt liken und abonnieren. Ah, schnell weg, das Feuer kommt. Aber der ist ja unnormal langsam im Wasser. Aber den Charakter kenne ich auch nicht, diese eine Fledermaus. Aber die scheint echt stark zu sein. Let's go, hab ihn, hab ihn. Aber unser Teammate ist am Verrecken und ich auch. Fuck. Ja, wir haben reingeschissen, Leute. Aber egal, plus 22. Besser als nichts. So nice. Also Jack, vielleicht bis jetzt der stärkste Charakter, finde ich. Weil er halt sehr schnell ist und gute Attacken hat. So, noch plus 100 Münzen. Also das war's eigentlich schon mit dem Video. Also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, Like. Und wie gesagt, ihr könnt euch auf den Sommer freuen. Da werden richtig viele Vlogs kommen und Real-Life-Videos. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.